Hallo Chili-Freunde, willkommen bei Truly Tasty Chili Peppers. Ich bin Alexander Hicks, euer Chili-Experte und unterhalte mich hier mit dem Chili-Cowboy Jochen Wagner, ein Scharfschmecker der Extraklasse, der immer auf der Suche ist nach besonderen Chili-Sorten, um diese authentisch zu verarbeiten. Los geht's mit dieser Folge. Hallo Jochen. Hallo Alexander, grüße dich. Sei gegrüßt. Was für eine interessante Chili-Sorte hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe heute dabei den Manganji-Pepper aus Japan, aus der Gegend um Kyoto. Ja, sehr, sehr interessanter Capsicum annuum aus Japan. Ganz interessant. Besonders, weil es eigentlich gar nicht so viele eindeutige, also es ist sehr gemischt aufgestellt. Wenn man sich da ein bisschen drüber informieren möchte, sieht man sehr interessante, unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Angaben. Interessant sind dann eben Seiten, die davon sprechen, dass der durchschnittlich zwischen 12 und 15 cm lang wird und gleichzeitig auf dem Bild ja eher nach 20 cm aussieht. Warum hast du gerade dir diesen ausgesucht? Ja, also der Chili ist mal vorneweg außerhalb Japans relativ unbekannt, obwohl er doch als König der japanischen Chilis bezeichnet wird. Darauf gestoßen oder ausgesucht habe ich den Chili, weil er eben so ähnlich verwendbar ist, also sprich zum Rösten, zum Grillen, wie der beispielsweise Shishito Pepper oder die Strigitelli. Und da bin ich, sage ich mal, auf der Recherche nach Rezepten hier auf den Pepper gestoßen und fand es doch relativ spannend, zumal der Geschmack süß und erdig sein soll, somit sich schon unterscheidet von der Shishito und auch die diversen Einsatzmöglichkeiten klingen doch relativ spannend und insofern war das dann kein Thema, dass ich den Chili 2021 mal anbauen will. Ja. Genau, wie gesagt, wenn man so einliest, ist es ja, wie gesagt, sonst sehr, ja, von der Anbaubedingungen sehr, sehr ähnlich, wie man das so kennt von anderen Capsicum annuums, dass sie so 80 cm hohe Pflanzen machen, sehr reichtragend sein soll. Abreifend sollen die dann eben nach Orange, also Rot-Orange, also ein Orange-Rotton. Reife Früchte habe ich tatsächlich nirgends gesehen, weil die ja eben tatsächlich eben grün verwendet werden, wie du ja schon gesagt hast, hauptsächlich zum Rösten, zum Braten. Teilweise werden sie ja auch hier in den verschiedenen Sachen ja auch als zum Frittieren erwähnt. Du hattest ja Japan schon gesagt. Ja. Kyoto ist ja die Gegend, aus der es kommt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe oder wenn ich es richtig verstanden habe aus meiner Recherche, ist es eine Manganji nach einem Stadtteil von einer Stadt benannt und wird ja eben, wie gesagt, jetzt groß als die König der japanischen Chilis bezeichnet. Japan hat ja in Sachen Chilis doch einiges zu bieten, erstaunt mich immer wieder. Wir haben ja selber die Fushimi im Angebot oder auch die Takanosume. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Japan und Chilis auseinandersetzt, dann findet man doch einfach schon sehr, sehr viel. Was möchtest du denn draus machen? Also ich meine, außer jetzt braten. Irgendein besonderes Rezept, was dir schon ins Auge gesprungen ist? Ja, also das ursprüngliche Rezept, wo ich sage jetzt mal auf den Geschmack mit den japanischen Chilis gekommen bin, das war einfach hier mal die Chilis anbraten in der Pfanne, dann ein bisschen mit Sojasauce ablöschen und dann eben so Bonito, also so Thunfischflocken drüber streuen. Schmeckt hervorragend. Das war, sage ich jetzt mal so, mein erstes Rezept mit einer japanischen Chili. Was ich mal unbedingt machen will, ist Manganji und Shiitake Teriyaki. Was ich zudem auch mal ausprobieren will, ist das Ganze mit einer Fisch- und Sojasauce anbraten, Bonito-Flocken drüber und das dann mit Tempura-Teig umhüllen und für japanisches Yakitori verwenden, also sprich hier für die japanischen Grillspieße. Das hört sich für mich auch spannend an. Ich muss mal gucken, was ich dann vielleicht noch mit Schokolade und der Manganji-Pepper anstelle, weil man liest und man hört, sie soll sehr gut zu Schokolade schmecken, mit Schokolade harmonieren. Das ist ein Thema. Weiteres Thema, was ich mit anstellen will, ist, ich koche und grille vermehrt auch asiatisch und da
braucht man ab und zu auch dieses Togarashi-Gewürz. Das ist also eine japanische Gewürzmischung, wo die Mangani-Chili auch mit drin ist. Von daher gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, die Chili zu verwenden. Ja, das ist ja ganz interessant mit dieser Gewürzmischung. Weißt du, ob die dann reif reinkommen und dann ge gemahlen werden oder ob das auch grüne sind? Weil das wäre natürlich auch nochmal interessant zu wissen. Also das sind eher grüne. Ich hatte es schon, sage jetzt mal, wo die Lokale noch geöffnet waren und ich hier im asiatischen Restaurant war, diese Togarashi-Gewürzmischung auf dem Tisch, hat mir sehr gut geschmeckt. Da meine ich erkannt zu haben, dass da eher, sage jetzt mal, grüne Pepperflakes mit dabei waren. Aber ich werde mal beides probieren. Versuch macht klug. Und von daher schauen wir mal, ja. Ja, zu dieser Schokoladengeschichte habe ich noch was Interessantes gelesen. Der, ja, der berühmteste, der diese Schokolade gemacht hat, soll die halt scheint die Chilis erst eingelegt haben in Sojasauce und Salz und sie hinterher gefriergetrocknet haben und dann eben dieser Schokolade untergemischt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so eine Kombination Chili, Sojasauce, Salz und das Ganze in Schokolade. Also es hört sich schon sehr, sehr wild an, aber auch natürlich sehr, sehr interessant. Und am Ende des Tages könnte ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass es sehr gut harmoniert und gut schmeckt. Ja, ich meine, die Chili wird ja auch, sagen wir jetzt mal, in der berühmten japanischen Kaiseki-Küche verwendet. Das ist ja eigentlich eine High-End-Küche. Von daher bin ich da schon voller Hoffnung, dass die perfekt harmoniert, auch mit Soja, auch mit Schokolade. Also ich denke schon, dass es da eine Verbindung gibt. Aber wie gesagt, wird man alles sehen, wenn die reifen Chilis da sind. Ja, also bisher deine Pflanzen hast du ja schon im Bild, das ich hier auch mal zeigen möchte. Das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus und sehr, sehr kräftig. Also ich nehme an, macht bei der Aufzucht hattest du bisher noch keine Probleme damit. Also es ist eine klassische Capsicum annuum, einfach in der Aufzucht. Völlig problemlos. Also Oh. überhaupt kein Thema, ja. Ich finde auch, mal an die Zuhörer gerichtet, diese Bratchilis, da gibt es, finde ich, bessere wie die Pimento de Patron. Das ist also für meinen Geschmack ganz klar, ist mein Favorit bisher. Die Shishito und dann die Frigitelli. Kann man tolle Sachen mitmachen, wird leider noch unterschätzt. Ja, bisher, wie gesagt, kennt man meistens die Pimentos de Patron, brät man an, streut ein bisschen Salz drüber. Ganz nett. Man kann das auch anbraten, ein bisschen Sojasauce drüber, Bonito-Flocken drauf und dann gibt es diesen Umami-Geschmack. Auch eine tolle Geschichte. Harald Zoschke hat übrigens viele tolle Chili-Rezepte gemacht, wo man jetzt da Frigitelli nimmt oder Shishito. Mangani wird man sehen, ob die auch dazu passen, wo man zum Beispiel eine Frigitelli-Pasta macht mit Salsicce. Also man kann die wirklich toll und universell einsetzen, auch in leckeren Omelettes und so weiter. Von daher freue ich mich drauf. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt und freue mich auch drauf zu sehen, was bei dir dabei so rauskommt und was du wieder Leckeres drüber machst. Wer sehen möchte, was der Jochen alles Leckeres mit seinen Chilis macht, kann ja gerne mal auch in seine Facebook-Gruppe kommen. Und wie immer werde ich euch alle ja, Quellen, die ich zu der Mangani-Chili gefunden habe, unten in die Shownotes vermerken, damit ihr auch mal selber drüber nachlesen könnt und euch überlegen könnt, ob ihr selber Interesse habt, diesen doch noch sehr unbekannten japanischen Chili bei euch anzubauen. Das war jetzt, glaube ich, wieder eine sehr schöne Folge. Ich verabschiede mich bei euch, von euch und dann hören wir uns bald wieder. Danke, ciao.